Hallo an alle Interessierten da draußen, schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt Neuigkeiten zum Test der biometrischen Kameraüberwachung am Bahnhof Berlin-Südkreuz zu berichten. Durch die Behörden wurde ein Abschlussbericht veröffentlicht, dieser jubelt das Projekt zu einem grandiosen Erfolg hoch. Dumm nur, dass sich die Mädchen und Jungs vom Chaos Computer Club dieses Propagandapapier mal genauer angesehen haben. Der Begriff Debakel scheint für dieses Projekt gerade recht. Mit diesem Update zu meinem Bericht zum Thema möchte ich euch und mich auf einen aktuellen Stand bringen. Den ersten Bericht biometrischer Kameratest Berlin Südkreuz M-Files 29 findet ihr oben rechts in der Infokarte, damit ihr euch ein Gesamtbild machen könnt. Bevor es losgeht, danke an alle, die sich für ein Abo entschieden haben. Innerhalb von 2 Tagen über 10 Abos zu machen, ist für das kleine Projekt hier echt eine große Hilfe. An alle neuen Zuseher, lasst gerne ein Abo da, liked oder disliked die Videos, teilt und kommentiert. Das hilft, den Kanal nach vorne zu bringen. Ihr dürft euch gerne auch der Mundpropaganda befleißigen. So, aber nun zum Thema. Hier seht ihr den Bericht vom Chaos Computer Club. Dieser filettiert geradezu das Propagandapapier, das uns, also der Öffentlichkeit, vom Erfolg und Notwendigkeit des Versuches und der flächendeckenden biometrischen Überwachung überzeugen soll. Das Lustige hierbei ist jedoch, dass die Zahlen aus dem Bericht selbst dem positiven Tenor widersprechen. Auch wurden die Zahlen offensichtlich geschönt. Dies scheint ja gerade bei Berichten von Behörden und Regierungen en vogue zu sein. Man zeigt sich beispielsweise über eine durchschnittliche Identifizierungsrate von 80% hoch erfreut. 20% werden allerdings nicht erkannt. 80% hört sich doch trotzdem hervorragend an, oder? Leider nein. Es wurden im Gesamten 3 verschiedene Systeme getestet, die 80% ergeben sich, wenn man die Ergebnisse aller Systeme miteinander verrechnet. Daraus lässt sich dann folgern, dass nicht das beste System in Dienst genommen werden würde, sondern alle 3 und nun ratet mal, wenn das bezahlen darf. Das beste der 3 Testsysteme produzierte hierbei einen Wert von 68,5% Erkennungsrate. Stellt euch mal vor, ihr bucht einen Flug und der freundliche, leicht angetrunkene Pilot teilt euch mit, dass euer Flug mit einer Wahrscheinlichkeit zu 68,5% sein Ziel erreichen wird. Für eine möglichst gute Erkennungsrate ist hierbei auch die Position der Kameras von hoher Bedeutung. Die Eingangskamera am Bahnhof erreichte mit dem besten System eben diese 65,8%. Tagsüber liegt der Wert durch das Gegenlicht noch deutlich darunter. Das schlechteste der 3 Testsysteme erreichte hier tagsüber einen Wert von lediglich 12% und nachts von 18,9%. Es ist einfach noch schön, wenn man bedenkt, dass mit diesen Qualitätsdaten dann ein automatischer Abgleich mit den Behörden stattfinden soll. Bei dem schlechtesten Testsystem B wird dennoch von einem hohen Potenzial gesprochen. Der Chaos Computer Club bezweifelt des Weiteren vollkommen zu Recht die Wissenschaftlichkeit des Pilotversuches. Die Vergleichsbilder für die Datenbanken der Probanden waren in der ersten Testphase von sehr guter Qualität, Beleuchtung und Auflösung. Habt ihr schon mal ein Fahndungsbild gesehen, das diesen Anforderungen genügt? Es gibt noch weitere Kritikpunkte. Die Probanden waren nicht repräsentativ, so wurde nicht nach Merkmalen wie Alter, Geschlecht oder Ethnie sortiert. Auch die schwindende Zahl der Testpersonen dürfte wohl kaum wissenschaftlichen Standards genügen. Man startete hier mit 312 Menschen, endete dann bei 201 Testpersonen. Kommen wir zur zweiten Versuchsphase. Hier kann man auch den Eindruck gewinnen, dass man versucht hat zu retten, was zu retten ist. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière höchst selbst kündigte damals an, man wolle nun mit Bildern zum Vergleich arbeiten, die näher an der Realität orientiert sind. Es lief darauf hinaus, dass man Bilder verwendete, die vom System selbst aufgezeichnet wurden und ohnehin schon eine gute Erkennung lieferten. Mit eben diesen Bildern wurde dann die Datenbank der Referenzbilder aufgestockt. Dieses Vorgehen führt dann zwangsläufig zu einer weiteren Verfälschung der Erkennungsrate. Der Bezug zu anderen realen Aufnahmen aus dem Bahnhof wird dadurch auch erschwert. Ich denke, ist es nicht anzunehmen, dass sich ein Täter vorher von denselben Kameras am Bahnhof ablichten lässt und somit der Datenbank Futter gibt, oder was meint ihr? Kommen wir zum Punkt der Falscherkennungsrate, auch hier wurde geschönt, bis die Linse platzt. Es wurden nicht alle Gesichter gescannt, die durch das Sichtfeld der Kameras liefen, sondern nur die Gesichter der Menschen, die zufällig neben den Testern auf den Bildern zu sehen waren. Somit liegen also keine validen Zahlen vor. Dies bedeutet, dass selbst mit den geschönten Zahlen bei 90.000 Reisenden im Schnitt am Tag 600 Menschen aus Versehen in den Fokus der biometrischen Systeme geraten. Die Kritik geht bei den Auswertungsverfahren weiter. Es gab insgesamt 41.000 Transponder-Events, es wurden aber lediglich 6.000 ausgewertet. Was waren hierfür bitte die Maßgaben? Auch die Datengrundlage für die Diagramme sind fragwürdig. So wurden unterschiedliche Daten für die Auswertung herangezogen.
Um die Zahl der Fehlererkennungen vielleicht zu frisieren, halten wir also fest, das System würde, so wie es jetzt ist, eine Unmenge an falschen Alarmmeldungen produzieren. Diese müssten dann von Hand aussortiert werden. Das heißt, am Ende sitzt wieder ein Mensch, der schon nach kurzer Zeit am Monitor bestimmt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr übrig hat. Also kann es auch nicht passieren, dass sich ein gefährder Wurf mogelt. Ganz sicher nicht, niemals, nein. Als kleiner sogenannter Funfact hier noch ein Zitat aus dem CCC-Bericht. Der einzige Lichtblick im Bericht ist die Beschreibung, wie man sich am besten gegen die biometrische Rasterfahndung schützen kann. Man drehe einfach das eigene Gesicht um mehr als 15 Grad von den Kameras weg. Damit ist auch eigentlich alles gesagt, was die Sinnhaftigkeit und Einsatztauglichkeit solcher Systeme angeht. Interessant ist auch, dass zu den Kosten dieses Feldversuches keine Angaben gemacht wurden. Mich als Steuerzahler hätte es aber wirklich interessiert zu wissen, was ich hier mitbezahle. Kommen wir zu einem kleinen Fazit meinerseits. Wie auch in meinem ersten Video zum Thema, möchte ich auf die kommenden Änderungen des Personalausweisgesetzes zum 1. Mai 2021 verweisen. Hierin heißt es: Die Polizeien des Bundes und der Länder, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst sowie die Verfassungsschutzbehörden der Länder dürfen das Lichtbild zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten Verfahren abrufen. Für mich erhärtet sich immer mehr der Eindruck, dass man diese Agenda der automatischen Überwachung der Bevölkerung schon lange beschlossen hat. Es steht ja quasi schon in den Gesetzen. Ich bleibe auch dabei, eine Überwachung schützt nicht vor Straftaten. Oder glaubt ihr, diese Art der Überwachung hätte den 55-jährigen Bereicherer am Kölner Bahnhof von seiner Tat abhalten können? Zumal dieser ja bereits hinlänglich den Behörden bekannt war. Ich werde dieses Video unter der Creative Commons Lizenz veröffentlichen, sodass ihr dies gerne runterladen und bei euch wieder hochladen könnt. Wir sollten alle dazu beitragen, dass die Regierenden bzw. Behörden mit dieser Art der Faktenverdrehung nicht durchkommen. Ich werde das Video auch auf Mediafire oder einem anderen Hoster hochladen und den Link zum Download in der Beschreibung bereitstellen. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.